Guck mal, das ist der Botobeutel. Hier gibt's alles. Das ist der geilste Scheiß. Andere Items. Nur 20.000? Bitch, please! Auf jeden Fall! Ah, Junge! Alle, gib mir alle! Gib mir alle! Okay, das ist Bombe. Also, falls ihr es noch nicht kanntet, zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Springen wir nämlich hier zum Eisgedingse. Und dann suchen wir uns diesen absolut vertrauenswürdig aussehenden Kollegen, der da steht mit seinem Obama Snow. Der da, genau der. Super Spezialtraining. Ja, wenn deine Pokémon 50 oder höher sind. Cool. Ja, diese Bedingung ist erfüllt. Also gehe ich jetzt hin, zeige ihm meinen Glurak. Möchtest du Silberkronkorken einsetzen? Jawohl. Und jetzt erzählt er mir. Silberkronen? Ach, du warst gerade nicht da, also habe ich gedacht, ich mache schwarz. Ich habe dir doch gesagt, dass ich kurz weg bin. Ja, ja, und ich habe die Initiative ergriffen und habe mir gedacht, ich mache so ein paar Schwarzmarktgeschäfte. Oh. Du, mein Friend, hast einen Trainer vergessen. Genau zwischen Pokémon Center und Feengedingse ist so ein Sprayer. Den kannst du dir erstmal abholen. Ah, okay. I see. Und, so. Und ich nutze die Zeit, um ein bisschen zu trainieren, während du das erledigst. Und dann gehen wir... Ich habe mich vorhin umgeboxt, wo ich auf dich gewartet. Ach, wie nett von dir. Dann kannst du dir schon mal überlegen. Aber okay, wo kommen wir hin? Ja, wir gehen jetzt als nächstes zu der Kampf-Tussi von Team Star, genau. Die im Kirin-Kostüm. Also richtig. Nördliche Zone, mal gucken, wo gehen wir am besten hin. Östliche Zone 3 am besten. Guck ich sofort. Ist am besten, sehe ich gerade. Wir wollen von der Montana Nata Arena rechts rüber. Kannst du gleich mal schauen. Sofort, ja. Aber ich habe halt gerade festgestellt, dass ich reich bin. Reich? Boah, Alter, dieses Blizzard-Viech, Alter, wie es dich anguckt. Das ist schon so. In diesen Augen so. Ja, ja. Das ist, was soll ich sagen? Das ist, ich kannte den deutschen Namen gar nicht mehr als Rex Blizzard. Ich kenn's noch als Obama Snow. Weil der Name bleibt halt auch einfach hängen, ne? Mhm. Wow. Das Tic Tac war wirklich ein Zuchtrest, das ich bekommen habe. Es hatte alle Stats außer einem auf Max. Das ist schon heftig. Was? Warte, Moment, was? Auswählen. Dein Draugran ist schon so stark. Ach so, okay, cool. Ja, warum denn nicht? Na dann? Coolio. Und wir möchten wohin, hast du gesagt? Also entweder gehen wir zur Montana Arena und gehen dann nach rechts, Richtung Norden, oder wir gehen da, wo östliche Zone 3 ist. Wir gehen dann so schräg rechts rüber. Ach so. Ich würde
Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen zur Montana Arena, weil dann passieren wir nördliche Zone 1. Zone 1 und können noch was abfangen. Ja, Mann. Okay, ja, das heißt, wir gehen bei der nördlichen Zone 1 und bei der Zone 2 gehen wir halt noch mal kurz ein bisschen hausieren. Ach, guck mal. Hi. Boah, ich bin so aus dir rausgetreten. Boah, wir haben uns gerade, boah, haben wir uns gerade aufgespalten, Alter. Ja, Zellteilung. Oh, warte. Fusion. Okay, es klappt nicht. Warte, gibt's nicht eine Pose? Aber nein, haben wir doch schon probiert. Spiegel, ja, schade. Ja, es ist halt nicht wie bei Monster Hunter. Wir hatten das Thema schon mal. Ja. So, warte, ich muss auf der Karte. Weißt du noch, der Bug mit dem Stampfen bei Tri? Das war großartig. Der einen Shuffle-in. So, als Zielort festlegen. Pokémon Center, nördliche Zone 1. Hier lang geht's. Komm mit, my friend. Hui. Lass uns die Welt erobern. Genau, wir fliegen einfach so ein bisschen parallel. Warte. Da unten ist ein Trainer. Und die hatten wir noch nicht. Wir sind Drachenprofi. Die ist auch schlau. Rennt auf dem Schneeberg in Shorts rum. Ja. Also wenn das nicht ein super Thermoneoprenanzug ist, ne? Dann hat die Alte keine Mandeln mehr. Knuddler! Feuerodem! Ich finde das aber lustig, wie die Klamotten halt Siegfried nachempfunden sind. Ja. Also, safe. So sehr. Gibt es eigentlich männliche Drachenprofi-Trainer in diesem Spiel? Oder sind die alle nur weiblich? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, oder? Yay, yeah, mein FM entwickelt sich. Oha. Ja. Weil, also es gibt halt auch nur die männlichen Karate-Jungs. Oh, guck mal, ein Frostetje. Du bist aber nicht shiny, oder? Nee, bist du nicht. Das sah nur so ganz komisch. Das war nur so ganz komisch angeleuchtet. Okay, okay. Weiter geht's. Ich find's tatsächlich halt echt schade, dass der nach einer gewissen Distanz irgendwann anfängt abzusinken beim Fliegen. Es ist nicht ganz so knorke. Okay, und schade. So, hier einmal an den Stein grabbeln, damit ich ein paar LP bekomme. Ach, guck mal, hier ist ein Turm. Wie nett. Und auf dem Turm... Superstrahl, Lutz, bist du noch da? Ja, ich bin okay. Noch gerade im Menü gewesen. Ich bin aber in deiner Richtung unterwegs. Hast du mit deinem Ur-Hafnir jetzt so ein bisschen Schabernack getrieben, ja? Ja. Ja, Ur-Hafnir ist geil, Alter. Ur-Hafnir ist ein cooler Sweeper. Da kannst du viel mitmachen. Also, er ist nicht so richtig Meta, aber ist trotzdem ein cooles Viech, wie ich finde. Oh, was haben wir denn da? Noch eine TM. Gib mir. Gib. Felswurf. So der große Bruder von Steinwurf. Weißt du? Okay, nördliche Zone 1. Blink darf was fangen. Bop. Cool. Alter, TMs. Gib TM. Bambi. Eine Schleuder. So. Das wär's, Alter. Wenn ich jetzt noch mal ein Bambi kriege, ne? Dann hat's das verkackt. Bambi hat keine Chance mehr bei mir. Ich meine, ich mochte diese komische Horn-Heil-Attacke, ne? Aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also, ich schnapp mir jetzt so ein Voltilam. Das ist jetzt mein nördliche Zone 1 Monster. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich bin weg. Okay, Miro, hau rein. War schön, dass du da warst. Digga, das Voltilam ist Level 51. Ich nenne dich Bombi. Hast du was gefangen? Ja, ein Bombi. Ach so? In Zone 1? Ja. Interessant. So, also ich habe mit dem... Ja, nee, weil du so ganz fernab vom Schuss warst, auch weg von mir.
Nordzone 1. So, alles klar. Also, mein Voltilam, da mein erstes Voltilam ja Kotlet hieß, Fragezeichen. Möchte einen Spitznamen geben? Ja. Dann heißt das hier jetzt Voltlet. Ausrufezeichen. In die Box. Voltlet. Genau. Poképortal. Mini, mini, Poképortal. Zaubertausch. Vielleicht kommt was Tolles dabei raus. Tausch. Zauberpartner wurde gefunden. Ja, ja, wenn du abbrechen möchtest. Ja, da, ja, da, ja, da. Vor allem, wenn ich abbrechen möchte. Es gefällt mir nicht. Das ist halt komisch, ne? Stell mir vor, ich breche, weil ein Tauschpartner wurde ja jetzt gefunden. Wenn ich abbrechen möchte, kriegt der Typ dann trotzdem das Pokémon, was ich inseriert habe? Das ist eine gute Frage. Ich habe ein Starili bekommen. Starili. Okay. Ich habe einen Vogel bekommen. Oder kriegt der andere Trainer dann die Meldung? Oh, lol. Ich habe einen Quacks bekommen. Weißt du, das Quacksly fehlt mir in der anderen Edition immer noch für meinen Pokédex. Diese dumme Ente. Ein Quacks. Wurde ein Eintrag hinzugefügt. Ich habe jetzt auf diesem Playthrough tatsächlich alle drei bekommen. Halt einfach so. Because Zaubertausch. Witzig. Pokémon Center. Yes. Lass mal treffen beim Pokémon Center. Ja. Boom. Heidi. Hey. Hey, Dieselprinzessin. Heil meinen Scheiß. Hi. Heil mich. Heil meinen Scheiß. Genau. Heil. Oh, hier ist so ein komisches Dingsterbums in der Nähe. Ich höre es die ganze Zeit. Ja, ja. Dieses. Wo ist es denn? Muss doch hier irgendwo rumstehen. Ach da. Ey, du kleiner Lump. Kleiner Vagabund. Komm mit. Eingesackt. So, wenn wir jetzt hier rechts gehen, steht da ein Trainer rum. Müsste, meine ich. Ja. Boah, geil. Ah, Mist. Ich bin auf den Hund getreten. Ja, ist doof. Ich bin auf den Hund getreten. Claude. Oh, nicht schon wieder so ein Typ. Ah, ich sehe schon, du stehst schon beim Pilzfresser. Ja, wieder so ein Pilzfresser. Der raucht doch seine Pokémon, Alter. Der denkt sich auch so, geil, Salat-Pokémon, das nehme ich. Einfach über die Wellen reiten, das wär's. Geil. Ey. Was ist das ein weirder Typ? Oh Gott, mit dem blonden Bart, das geht ja gar nicht. Ja, das sieht ja noch bescheuerter aus. Yay, yeah, ein Bausparvertrag. Ah. Was? frag mich nicht, das sind seine Worte. Jetzt habe ich dich gekriegt, ne? Ja. Bauspar, was? Guck ihn dir doch an. Ja, ich töte ihn. Hm. Sag du mir, was er sagt, was du hörst, wenn er dich angrinst. Ich habe ihn jetzt getötet. Ich habe mir auch gesagt, mit dem Dragoran, es soll nicht das Pokémon angreifen, sondern ihn. Dann nehme ich eben ein Boot. Ich. Okay, dann nimm halt was? Ein Boot, weißt du komischer Fraggle. Weißt du, im Grasland, ich nehme ein Boot. Was ja. Für Boot? Ja, das baut er mit seinem Bausparvertrag. Ja, definitiv. Ey, ich sehe es schon kommen. Im nächsten Update wird es dann so sein. Ja, Performance zu verbessern, werden jetzt bei Pokémon-Kämpfen die eigenen Pokémon nicht mehr angezeigt. Ja! Okay. Ja, und die Pokémon in der wilden Laufbahn, das machen wir auch wieder weg. Das sind jetzt wieder Random-Accounter. Ja, wir haben eingesehen, dass das Spiel scheiße ist und um die Performance zu verbessern, wird es jetzt einfach nur noch ein Text-Adventure. Ja. Bären.
programmiert euer Scheißspiel einfach richtig. Tja. Fangt einfach mal nur von vorne an. So, okay. Nördliche Zone 2, Pokémon Center als Zielort festlegen, ja? Nördliche Zone 2. Müssen wir trotzdem einmal außenrum. Wir können ja noch nicht klettern. Ne. Dann komm mal mit, Lutz. Auf geht's. Yay. Baum. Boom. Erstmal Viecher kloppen lassen. Immerhin sind die Bäume hübscher als in Schwert und Schild. Ja, es ist auch selten was so unhübsch gewesen. Ich meine, das Dumme ist halt, Eisen. Die Game Freak, Alter, Game Freak konnte noch nie programmieren. So, das Game Freak hat... Ja. Wir hatten doch letztens... War das im Stream? Ich war mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ah, guck mal. Oh, hier ist dieses Dreigespann aus Drachentrainerinnen. Das holen wir uns ab, Alter. Drachentanz, TM. Oh. Geil. Rat mal, wer das lernt. Ich bin auf den Hund getreten. Ja, nun. Jetzt heult er. Soll ich lügen, Alter? So, hier ist die. Ist ja auch schon die nördliche Zone 2? Nee, ne? Doch. Ich weiß es nicht. So, my friend. Okay, also. Ich will die TM da oben, geh nicht baden. Verdammt. Komm aus dem Wasser raus. Back nicht herum, geh da raus. So, die Alte hier ist heftig unterwegs. Ja, ich versuche gerade verzweifelt aus dem Wasser rauszukommen. Was ist los mit dir? Ich komme nicht aus dem Wasser raus, weil das Feature an Performance ist verhindert. Wow. Oh, Moment. So. Wir haben davor, müssen wir noch einen Trainer. Dem auf dem Wasser. Ich bin Schwanzdrache. Was? Ich bin der Schwanz des Drachen? Okay, alles ja, gut. Das, that's what she said. Aber davor haben wir tatsächlich eine Alte übersehen. Wo? Die Akademieschülerin Britta, die träumt von Sandwiches. Meint die am Turm? Nee, das ist eine Akademieschülerin. Hast du das nochmal so? Die Schwinge des Drachen. Und wo ist diese Akademieschülerin? Ja, guck doch einfach mal da auf meinen Bildschirm. Siehst du im Hintergrund, wo die, Türme sind? Ja. Dann kannst du nämlich triangulieren, so nennt man das, und kannst dann dahin laufen. Sandwich. Genau, die steht nämlich auf Sandwich. Ja, komm, lass mal Sandwich machen. Ja! Kannst du alleine mit der Alten machen. Kannst sie alleine sandwichen. Was ist, was? Wellentackle? What? Der Anwender hüllt sich in Wasser und stürzt sich mit dem ganzen Körper auf das Ziel, wobei er selbst großen Schaden erleidet. Stärke 120, Genauigkeit 100. Was? Ja, statt Hyperstrahl gönn ich mir. Wellentackle, ich glaube, es hackt. Es wird gewellt getackelt. Hat dann das Feuer-Tauros auch Loder-Tackle oder so? Flammentackle. Ich meine, keine Ahnung, erinnert gibt es Flammenblitz? Gibt es. Ja, stimmt, Flammenblitz wäre das Äquivalent, oder? Flammenblitz? Ja. Übrigens heißt das Ding auf Englisch auch Flameblitz. Oder Flareblitz. Also es heißt auf Englisch auch Blitz. Weil die Blitz halt, naja, wegen unserem Blitzkrieg damals mit Geschwindigkeit assoziieren. Ja. Yep. Ich hab sie umgeboxt. Und jetzt kloppen wir mal ein paar Drachentrainerinnen. Das ist halt schon so ein bisschen bitter. Oh cool, Deutschland. Ja, nice. Finde ich auch gut. Was ist denn aus der deutschen Sprache bei dir hängen geblieben? Blitzkrieg. Ja. Ich bin Schwinge des Drachen. Schwinge des Drachen kriegt gerade Feuerohrlamm verpasst. Schwinge des Drachen benutzt nämlich Urhavnir. Ich knuddel das Ding jetzt gleich zu Tode. Ist, ja, kann man machen. Feuerohrlamm war, ja. Genau. Heide, tschüss. Ja, ich krieg mein Despotar heute noch, yo. Wie die Attacke hat verfehlt. Da bin ich wohl auf die Nase geflogen. Haha, haha, weil du ja die Schwinge des Drachen bist. So, gehen wir mal den Turm hier hoch. Hier in der Nähe gibt es auch irgendwo den Spot, wo du quasi mit Entorons Dauerleveling betreiben kannst.
Aber okay, das werden wir natürlich ignorieren. Ja, hier ist so ein Teich irgendwo in der Nähe. Teich. Ja, also so wirklich so ein Kraterteich, so ein kleiner. Mhm. Und da kannst du halt, dein Pokémon dann reinschicken. Und oh mein Gott, das Entoron hat T-Stance und buggt da gerade irgendwo unten auf so einer Insel rum. So, und ja, also du kannst dein Pokémon da reinschicken. Und ja, die Entorons, die kommen da halt nicht hoch. Die kommen da nicht raus. Das heißt, die können dich nicht angreifen. Aber dein Pokémon, das turnt halt dann die ganze Zeit da unten rum.